Stuttgart 1 Blindcast, die Elevator Edition. Die Fahrzeit 5 Minuten. Die Mitfahrenden, Startups, Projekte und neue Ideen aus Bamberg. Heute mit Sarah Seewald vom Fanspace Bamberg. Was ist dein Projekt? Hi, ich bin Sarah vom Fanspace in Bamberg. Wir sind ein Coworking Space für Frauen, speziell für Frauen. Wir vermieten aber nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch einen Konferenzraum, einen etwas anderen Konferenzraum, wie ihr an dieser kuscheligen Sofaecke quasi entdecken könnt. Also wir haben einen Konferenzraum, einen Coworking Space Bereich und organisieren aber auch immer wieder besondere Veranstaltungen, einen Support Your Local Bazaar oder einen Adventskalender auch. Warum sollten alle unbedingt von eurem Projekt wissen? Weil ich glaube, dass wir für ganz viele ein Angebot haben. Also nicht nur jemand, dem daheim die Decke auf den Kopf fällt, der nicht mehr nur zu Hause arbeiten möchte, findet hier einen Raum, sondern auch von Yoga über MeTime, über kreative Auszeiten ist hier ganz viel möglich. Warum macht ihr genau das? Tatsächlich, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn sich Frauen in einem geschützten Raum, klingt immer so ein bisschen abgefahren, aber in einem Raum, wo schon ein Stück weit Werte ja von vornherein transportiert werden, wenn wir uns da begegnen, dass wir uns gegenseitig noch stärker unterstützen und gegenseitig inspirieren können. Ich glaube nämlich nicht, dass es nötig ist, dass wir uns alle quasi gleich nett finden oder gleich sympathisch, sondern es ist nur wichtig, dass wir uns wertschätzen, begegnen und dass wir dann auch erkennen, dass auch unterschiedliche Lebensplanungen, unterschiedliche Wege uns gegenseitig inspirieren können, zeigen können, Erfahrungen aufzeigen können, wie man seine Ziele erreicht und einfach ein Stück weit auch ein Antrieb für den nächsten eigenen Mutausbruch sein. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass es in Oberfranken rund um Bamberg noch viel, viel mehr kreative Frauen gibt, die irgendwelche Ideen in sich schlummern haben oder die damit liebäugeln, sich selbstständig zu machen. Warum wird euch damit nie langweilig? Weil wir hier Neues und Neue immer wieder verbinden. Also tatsächlich haben wir hier neue Menschen immer wieder und neue Dinge, die wir erfahren, kennenlernen, uns begegnen. Dinge, die alle über euch wissen sollten. Wir sind mamafreundlich, also ganz wichtig, auch mit Säugling, mit Tragekind. Events sind immer möglich. Wir sind unkompliziert. Schreibt uns einfach euer Anliegen und wir versuchen auch individuelle Lösungen zu finden. Und wir sind sehr vielseitig. Also schaut doch einfach mal auf Instagram vorbei und guckt, oder auf der Webseite und guckt, ob nicht auch in nächster Zeit irgendwas euch anlacht. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr mal bei uns vorbeikommt. Das war der Lagert 1 Blindcast, die Elevator Edition. Abonnieren geht überall, wo es Podcasts gibt. Und ein Bild zu dem Ganzen bekommst du unter youtube.com. Du hast Fragen an unsere Gäste? Möchtest selbst mal eine Fahrt mit dem Elevator von Lagert 1 nehmen? Oder kennst jemanden, ein Projekt, ein Startup, was unbedingt mal einsteigen sollte? Dann melde dich. Unter hallo@lagert1.de.